Sette grüßt und willkommen zur 109. Episode meiner Temtem Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich hier irgendwie weiterkomme. Verdammt, bin wieder zurückgekommen. Hoch. Und ich glaube, dann muss ich hier rein, genau. So, die Frage ist jetzt. War das geradeaus? Dann hier rein. Oh, verdammt. Kommt dann ja hier weiter. Oh, ich bin falsch, oder? Ja. Nein. Moment mal. Nee, hoch. Hier rein, so rum. Oder? Ja, genau. So. Ja. Nein, ich will nach rechts. So, boah, aber. Ich glaube, ich bin hier falsch. Bin ich jetzt wieder? Oh, hier war ich noch nicht. Sehr gut. Yay. Uff. Alles dreht sich. Hör auf, ihn zu bewegen. Hey, ich mach gar nichts. Hör du auf, dich zu drehen. Jemand meinte, lass uns hier reinspringen. Und was soll schon passieren? Also, ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Durch wie viele Etagen sind wir gefallen? Also geht mit euch oder Temtem los? Temtem los. Mann, jetzt hat er einen Vorteil. Wir kriegen das hin. Solange deine Temps nicht mich angreifen. Tada. Da 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 da. Gut, dass ich Nestla draußen habe. Für die Wasserattacke. Eisattacke. So, ich versuch's nochmal hier mit Energiemanipulation. Ja, wir machen ja auch direkt Kettenblitz rein. Geht ja nicht anders. Der Rest muss ja irgendwie aufladen. Da, da, da. Autsch. Ah, okay. Bisschen Gift nur. Na, geht so. Ach komm, ey. Warum greifen dann immer das an, was nicht angegriffen werden soll? Als wenn die das irgendwie riechen können oder so. Mann. Ja, ist natürlich Hypnose auf das da. Und dann hoffen wir, dass der eisige Stalaktit das Ding hier umhaut. Das Volcrane. Okay. Das hat funktioniert. Nestla. Eisiger Stalaktit. Bam. Sehr gut. So, Tental nicht mehr verletzt. Typho. Hätte ich jetzt mal ein Feuer-Temtem draußen. Dann wechseln wir mal eben auf Raze. Du. Machst trotzdem Kettenblitz. Oder ist Zerfleischen vielleicht gut? Ich weiß es nicht. Ich mach Kettenblitz. Da, 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 da. Akronox schläft. Wie lange schläft es denn bitte? Cool, Taifu bufft sich erstmal. So, das ist jetzt aufmerksam. Nein, nein. Blut. Auf das Taifu. Du machst einziger Stalaktit auf das. Gucken wir mal, was passiert. Autsch. Doppelter Schaden leider. Akronox hat jetzt aber keine Ausdauer, oder wie es heißt, mehr. Vielleicht lassen wir Nestla einfach wieder Kettenblitz machen. Taifu sollte gut brennen. Okay, das kriegen wir dann hin. Oh, was macht's? Nein, kein Allergen. Show. Verdammt, Nestla, ey. Alter! Muss ich halt gucken. Kazuma. Oh, Kazuma. Oh je. Feuertornado geht natürlich nicht auf beide.
Keine Ahnung, wie wir das machen. So. So. Oh, darauf. Genau. Und dann, was geht schnell? Gleichstromstrahl, glaube ich, oder? Das geht schnell, sehr schön. Brutzel. Los, Race. Doppelter Schaden. Ich muss halt gucken, dass ich gleich zumindest mein Nest... Ach, Corin ist ja noch... Corin? Was? Corin, was ist denn das? Ich glaube nicht, dass das was bringt mit Feuer. Nee, du wiederbelebst... Oder belebst erstmal Nestla wieder. Du haust... Oh, was weiß ich? Giftbombe raus? Wo steht jetzt direkt, blau... grün. Mach mal Giftbombe. Bam. Und? Na, super. Autsch. Nestla. Wir versuchen es mit Gewitter. Obwohl, ne, Gleichstromstrahl erstmal. Das sollte ja schnell gehen. Oh Gott, es macht keinen Schaden. Aber ich bin zuversichtlich, dass er mit einer Wasserattacke... Race ist... Oh nein! Ach komm, ey. Du machst da bitte Gewitter auf Nestla. Ach, Kacke! Ah doch, es hat sich gehalten. Sehr gut. Wird einfach nur nicht richtig animiert. Auch gut. Solange halt der Effekt eintritt und sich das heilt. Ja, wir haben gewonnen. Oder nicht? Zu spät. Bitte? Mann, ich bin in seinem Team. Du hast 331 Pansons gewonnen. Yay! Oh je, alle Temtem richtig beschädigt, ey. Oh Mann, dann nutzen wir mal wieder Salbe. Tenta Race ist ja auch down jetzt. Mann. Ey, Beleber ist so teuer. Ich will halt auch nicht das Temesense-Fläschchen jetzt schon benutzen und verschwenden. Oh, ach so, muss ich dann hier rein? Och nö. Drei. Oh, nee, wer bist du? No, ich dachte gerade, hier muss ich wieder kämpfen. Links, Mitte, rechts. Boah, keine Ahnung. Mitte, ja, machen wir es wie er. Oder sie. Hier ist nichts, ne? Oh doch, hier war ich noch nicht. Sehr gut. Temtem, los, Verlierer. Temtem, los. Sehr gut. Oh je. Feuer und was auch immer. Okay, mit Nestla wieder auf Zeit spielen. Wulfi. Alter, 50 von 52. Wie soll ich das schaffen? Okay, ich habe halt drei Temtem und sie hat nur zwei. Das sollte ja gerade so hinhauen. Solche? Ernsthaft? Oh je. Ja, ich brauche echt irgendwie ein Wassertemtem, was direkt Wasserattacken machen kann. Das wäre schon cool irgendwie. Ja, nicht sehr viel Auswahl. Wir versuchen es hiermit. Das hat ja eben schon nicht funktioniert. Bauen jetzt alles drauf auf, dass da Höhenfeuer. Ach du Kacke. Oh je. Das wird auch nicht helfen, oder? Oh mein Gott. Das hat ja nichts abgezogen. Jo. Verdammt. Zumindest haben die beiden Gegner Temtems kaum noch Ausdauer. Okay, wir versuchen jetzt das zu dingsen. Oh Gott, wir sind... Ja, Kazuma's down.
Ja, Tental ist auch weg. Alles klar. Oh, verdammt. 41, 36 drin. Ja, ich muss gucken, auf was ich wechsle. So wird's ja nichts. Sandsprit, das wird nichts bringen. Oh Mann, brennst du vielleicht? Scharfe Blätter, Doppeltritt. Doppeltritt. Oh nein. Ja, das Zernif wird sehr schnell verbrannt sein. Drakaschu, oh, sehr gut. Ah, beide ausruhen. Das könnte funktionieren. Revitalisieren, das verheilen, ne? Ich versuche es mal damit. Nein! Okay, darauf nur. Das ist ja eh ein, oh, Walfi ist bald down. Oh nein. Ist ja nervt. Nein, das verbrennt. Kacke. Ich habe kein AOE. Ich muss irgendwen wiederbeleben. Am besten ja Nessla. Level up von Raze. Sehr cool. Skunch haben wir noch, stimmt. Das bringt nichts mit Feuer. Beleber? Oh, ich muss gleich einkaufen gehen. Das geht ja gar nicht hier. Du hast nichts. Okay, du machst mal wilde Klaue. Genau. Nester wiederbelebt. Oh, das wird reichen. Okay, jetzt muss ich ausruhen. Ja, mach mal Sandspritzer. Dann versuchen wir es nochmal, ne? Hätte ich eigentlich nicht verschwenden brauchen. Wir haben es ja trotzdem, aber sicher, sicher. Ja, Hitze. Das brennt kaum, das Gansch. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr gut, du scheinst bereit zu sein, dich den Eindringlingen zu stellen. 196 Pan sonst nur. Schade, so wenig. Dann würde ich sagen, wir nutzen die Temesens-Flasche. Ja. Oh, mach mal. Tada. Sammeln den Kram hier auf. Was haben wir hier? Papaya-Bonbon. Okay. Ob es die auch mit Mamaya-Geschmack gibt? Plus 1 TV auf Special-Verteidigung. Okay. Gut. Gehe wieder zurück. Oh ne, hier war ich gerade ausgegangen. Habe ich die schon? Ja, die habe ich schon. Gehen wir nochmal geradeaus. Und sind in einer... okay. Verdammt. Gehe ich mal hier rein. Und hier runter. Und hier vor. Hey, wer bist du? Oh, ihr wieder. Ach komm, ey. Gehe ich hier rein. Ihr schon wieder. Ah, dann gehe ich mal hier rein. Hoch oder runter? Hoch. Ich glaube, ich bin eins weiter gekommen. Gehe ich mal nach rechts? Okay, nach links. Verdammt, das bringt auch nichts. Nee. Oh, hier geht's weiter. Haha. Nur aufpassen, dass ich hier nirgendwo reinspringe. Ich werde nämlich nie wieder zurückfinden. Ach so, okay, da. Gut. Dann gehe ich mal hier hoch und hoffe, dass hier... Jawohl, ich habe ihn gefunden. Hey, was ist das denn für eins? Oh nein. Okay. Ey, ich verkacke jetzt echt bestimmt. Na, gucken wir mal. Grimbob, du meinst es also ernst damit, dich dem Widerstand anzuschließen? Ich muss unbedingt Carlos finden. Du tust all das nur, um diesen Mann zu finden, während wir hier unser Leben riskieren, um unsere Heimat und unsere Familien zu beschützen. Na gut, wir brauchen dich und du brauchst uns. Ich weiß sogar, wo Carlos ist. Hilf dem Widerstand, dann helfen wir dir, ihn zu finden. Wie kann ich helfen? Ich habe eine Mission, nur für dich. Wie du gesehen hast, kann ich keine Bändige entbehren, aber du scheinst mir über alle notwendigen Fähigkeiten zu verfügen. Aber ich kann nicht einfach anhand einer Vermutung dein Leben riskieren. Ich muss mir Gewissheit verschaffen. Okay, also er muss mit mir kämpfen.
Also, mach dich bereit, Grimbob. Ich werde mich nicht zurücknehmen, denn das werden die Besoto auch nicht, wenn du ihnen da draußen in der Jinto-Kluft begegnest. Wenn du nicht gegen mich bestehen kannst, hast du auch gegen sie keine Chance. Temtem, los. Na, endlich! Da haben wir Musa, Corrin und Mudrit. Hätte ich mir mal gemerkt, was Corrin nicht mag. Ah ja, Wasser, genau. Du kriegst Energiemanipulation. Hier, wir machen das ganz schön. Wir machen Würgen auf das Corrin. Hoffen, dass das Mudrit nicht mein Nessla angreift. Weil das kann Gift und... Okay, Steinkugel. Oh, das macht auch viel Schaden. Oh, ernsthaft? Ey, ihr blöden... Temtem. Das kann schnell mal raus. Rein, meine ich, natürlich. Also raus aus den Karten da. Ja, Hypnose, witzig. Wir machen erst Hypnose auf Corrin. Du haust mal das da. Und dann muss ich gleich gucken, dass ich Nessla mal wieder belebe. Das bringt halt nichts. Steinkugel. Autsch. Ah, es hat sich verletzt, das ist gut. Machen telekinesisch Hotmail auf das Mudrit. Dich wechseln wir gegen... Achso, ich muss ja erstmal heilen. Oder wiederbeleben. Nessla. Wir müssen mindestens das Mudrit... Ernsthaft? Corrin schläft noch. Oh. Ist das alarmiert? Ja, super. Erniedrigender Schlag. Wir versuchen es damit. Oh, wenn das geht, ne? Oh, okay. Skunch ist down. Oh nein. Wehe, das geht nicht. Oh Mann. Oh oh. Sandsturm. Oh, das... Oh, das geht eigentlich. Na, ich nehme das Rails mit raus. Damit wir das Mudrit irgendwie verbrennen können. Ich hoffe, das geht gut mit der Glut, dass ich die schnell raushauen kann. Glut. Ne, wir machen Feuerflamme auf das Mudrit. Autsch. Oh. Ey, dabei sind ja auch nur Level 40. Also die beiden hier erstmal, ne? Was hat nur noch Plünderer? Ernsthaft? Ey, okay, es hat nur überlebt. Ja, hier müssen wir... Akranox? Oh, nee. Du... Nicht auswechseln. Du musst hier Grace heilen. Grace muss halt dieses Corrin verbrennen. Nicht verbänden. Oh je. Habe ich eigentlich Nessla schon wiederbelebt? Wäre natürlich cool, wenn wir das hier hypnotisieren könnten. Nessla wäre bereit. Ja, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich habe echt vergessen, was Akranox an Schwächen hat. Ey. Ich muss auch erst an diesem Corrin vorbeikommen. Oh nein. Nein, nein, nein. Ach, kommt, ey. Ja, jetzt heilt sich das wieder. Und Tentacle ist down. Ja, cool. Nicht. Was habe ich wieder die stärksten Temtem? Spaß. Oh je.
Eine Giftbombe könnte man ja echt auf das Current versuchen. Müsste halt alles raushauen auf das Tempel. Was macht dieses Revitalisieren nochmal? Es heilt, okay. Gut, dann du da drauf. Genau, das schläft, das ist gut. Oh Gott. Oh, das bringt was, sehr gut. Oh oh, Arcanox ist wach. Geht es auf beide? Sehr gut. Du, allergisch voll auf beide. Ich hoffe, das überlebt lange noch das Zern. Ja, okay. Oh mein Gott. Das hat ja gar nichts gebracht. Oh, sehr gut. Wir haben das zweite Temtem von, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Okay, ich kann es wieder... Okay, ich habe noch Raze. Das Ding ist auch... Die werden beide nicht, Kacke. Und du musst eigentlich Raze heilen, oder? Moment mal. Ja, du musst Raze heilen. Das hier halt ja nur... gibt es irgendwas, was mehrere heilt? Nö, oder? Naja, ich muss das jetzt so machen. Raze. Dann gucken, dass Zernerv überlebt und Zernerv auch heilen. Dann mit Raze das Mushok verbrennen. Hoffen, dass das Arcanox ja. Okay. Verdammt. Feuertonne geht leider nur auf einen, ne? Das wird auch. 145. Wir müssen das so machen. Ja, du, Gazuma, du hast ja noch voller AP. Du belebst mal. Ich über. Zernia-Fehlerbord, das brauchen wir jetzt. Und das müssen wir dann direkt heilen. Autsch. Gut, das passt. Nee, ich muss noch die und noch zwei Temtem besiegen. Oh, es geht so vom Feuer her, ne? Arcanox darf sich aus und das finde ich super. Du machst das jetzt so. Du heilst dann Zernerv, was eigentlich super schnell down geht. Arcanox hat aber auch super viel, oh Gott. Wo es geht eigentlich? Also der Angriff jetzt. Oh Gott, das bringt ja gar nichts, ey. Wir müssen eigentlich nochmal. Oh oh. Ja. Da wäre das Problem gelöst mit Raze und dass wir halt wechseln müssen. Weil Zernerv oder Zernief kommt direkt automatisch hier an. Und es verbraucht voll viel die Heilung. Das wird nichts bringen. Aber wir testen trotzdem. Gewitter. Wir versuchen es gleich, Stromstrahl. Nein, wieder so viel. Ja, Arcanox, geh down. Na, es bringt auch nicht viel. Oh oh, nein, nein, nein. Oh, das bringt auch nicht viel gegen das Zernerv. Na, ich brauche halt das Gift. Allergenschwall, genau. Und Gazuma muss halt Zernerv heilen. Oder Zernief, Zernief. Kinnhaken. Autsch. Ey, bitte Arcanox, mach wieder Pause oder so. Was bringt ja auch wieder nichts. Oh Mann. Da, 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 da. Sagen, wir heilen es alles auf Zernerv. Zernief. Ja, wir verbrennen einfach die schwer hart verdienten Pansons. Ja, verlässt dich mal selber. Gute Idee. Nein! Ah, okay, auf Gazuma. Das geht gerade so. Ich meine, wir machen eh nur Schadensbegrenzung jetzt gerade.
werden eh nicht weiter... Oh Gott. Eh nicht sehr viel weiter kommen. Ach komm, wir hauen Gewitter raus auf beide. Da haben wir die vielleicht doch mal weg. Nein, nein, nein. Okay. Wieder selber verletzen. Ja, ja. Gucken. Oh, oh, das geht nicht gut. Ah, eventuell doch. Wenn es jetzt an... Nein, es geht nicht. Wenn es jetzt angegriffen hätte, hätten wir die nächsten zwei... Ja, ich weiß. Ich habe den Kampf, ja, 250 verloren sogar noch. Oh je. Aber das bedeutet auch wieder, dass ich dann die Episode für heute beende. Wenn sie euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob ich jemals an dem Dojo-Meister weiterkomme, um halt dem helfen zu können oder der Stadt, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.